Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Forza Horizon 2. Die letzte Folge ist doch schon so ein paar Tage her, wo wir den Ausflug in den Multiplayer gemacht haben. Und heute geht es erstmal mit dem weiter, was wir jetzt so häufig vergessen haben, beziehungsweise ich so häufig vergessen habe. Und zwar mal wieder mit den Wheel Spins, die wir immer schön nachholen werden, denn das Geld werden wir brauchen. Ja, gut, 3000, ey, willst du mich verarschen? Will mehr. So, und bitte, bitte, bitte ein bisschen mehr. Ey, gut. Okay, das hat ja jetzt mal wieder grandios geklappt. Wir sind immer noch mit den Camaro unterwegs, aber heute geht es mal nicht um die Rivalen, sondern um die Fahrspaßliste. Denn da gibt es jetzt eine, die Horizon Fahrspaßliste. So, mal gucken. Ah, hier, genau. Gewinnen Sie gegen Playground Games Fahrspaßliste. So, spielen Sie unser Spiel besser als wir. 0 von 15. Und genau das wollen wir uns jetzt mal angucken. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt einfach mal. Aktive Fahrspaßliste festlegen. Und wollen wir mal... Genau, Schwierigkeitsgrad schwer, 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 schwer. Schaffen Sie es schneller als wir in einen Jaguar F-Type R zur Startbahn. Genau das wollen wir jetzt aber auch machen. Mal gucken, wohin geht das denn? Einer Ihrer Freunde nimmt an einer Online-Autotour teil. Sie können sich der Autotour anschließen, indem Sie das Symbol Ihres Freundes auf der Karte auswählen. Okay. Nee, möchte ich jetzt aber nicht. So, wir gehen nämlich jetzt zum Horizon Festival, oder? Ah, Schnellreisen, es kostet auch wieder, aber naja, wir wollen ja nicht zu lange trödeln. An diesen Parkhäusern kann man nämlich auch das Auto wechseln. Da werde ich jetzt auch gleich zum Jaguar wechseln. Ich hoffe mal, ich hab den. Hab ich den? Ich denk mal schon. Wenn möglich, bitte wenden. Achso, nee, das wird er mir bestimmt dann vor Ort sagen. Da fahre ich dann jetzt einfach hin, bevor wir hier heute keine Action mehr bekommen. Aber... So, das kürzen wir mal ein bisschen ab. Ich hoffe, das war jetzt eine gute Idee. Jo, läuft. Würde ich mal meinen, oder? So. Ups. Ansonsten habe ich auf jeden Fall noch so eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar, als ich mit diesem Projekt hier angefangen habe, habe ich ja doch schon ziemlich viel Vollgas gegeben, was die Folgen auch anging. Quasi jeden Tag eine Folge. War ja dann doch ein wenig viel. Beziehungsweise rein von den Aufrufzahlen kann ich mir auch schwer vorstellen, dass das dann auch immer geguckt wurde. Beziehungsweise in den Umfang, wie ich es gehofft habe. Und dementsprechend habe ich mich jetzt dazu entschieden, nicht mehr täglich eine Folge hochzuladen. So. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Jupp. So. Zur Startbahn. Ach du Kacke. So, jetzt gib Gummi. Der Wagen ist aber cool. Sieht ja schon stylisch aus. Ah, und der Spoiler geht so auf. Nee, finde ich nicht cool. Nee, ich weiß nicht, bei den meisten Autos, wenn die einen vernünftigen Spoiler haben hinten, ist das vollkommen okay. Aber so ein kleines Mini-Ding, nee, gefällt mir jetzt nicht so. Aber das sieht gerade echt phänomenal aus, ey. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Okay. So, das Schönste ist, wenn man jetzt eine Weile lang nicht mehr in ein Rennspiel gespielt hat, da wieder reinzukommen, ist absolut kein Problem. Da habe ich bei so manch anderen Spiel immer größere Probleme, da wieder reinzukommen. Und ich bin jetzt echt mal gespannt hier auf diese Fahrspaßliste. Statt der Forza-Meisterschaft mache ich da jetzt einfach erstmal ein paar Rennen. So, mal gucken. Wir haben noch anderthalb Minuten. Auch könnte noch was werden. So, jetzt. Ups.
Wow, läuft. Cool. So, ich hoffe, dass es jetzt kein Fehler ist, dass wir der Straße folgen. Weitestgehend zumindest. So, bitte lass das jetzt hier funktionieren. So, wo ist die Straße? Da. Gut, also das hätte man definitiv viel, viel eleganter machen können. So, aber wir müssen hier eh rüber. Stimmt, im Multiplayer-Rennen sind wir genau andersrum gefahren. Da sind einige völlig querfeld eingefahren. Das hätte... Wow. Okay, ich sehe gerade von der Zeit her, könnte es sehr, sehr eng werden, wenn wir es noch schaffen. Es sind noch 30 Sekunden. Das ist ganz schön wenig. Dann noch 2 Kilometer. Ach du Kacke. So, aber jetzt können wir hier abkürzen. Ups. Ah, scheiße, 15 Sekunden noch. Ach du Kacke. Schaffen wir das noch? Na, Gnarf. Fuck. Keine Sorge, das war eine schwierige Herausforderung. Du solltest es einfach nochmal probieren. Ja, mach ich auch. Und genau so funktioniert es nicht. Aber ich werde mal gucken, wenn ich das jetzt hier viel zu häufig verhaue, würde ich auch erstmal mit der Meisterschaft normal weitermachen und diese hier Fahrspaßliste für mich selbst fahren. So, gib Gummi. Aber ich denke mal, dass wir da an der einen oder anderen Stelle wirklich querfett einfahren müssen, um das überhaupt zu schaffen. Aber das wird sich noch zeigen. Also ich werde es jetzt noch einmal probieren, ansonsten mache ich mit der normalen Meisterschaft mit dem Camaro weiter, damit wir hier auch ein wenig vorwärts kommen. Aber halt diese Fahrspaßliste wollte ich unbedingt mal zeigen. Ups. So, hier hätte ich nur minimalst abkürzen können. So, jetzt versuchen wir mal ein bisschen die Strecke zu analysieren. Wo ich auf jeden Fall besser abkürzen kann, ist dann weiter hinten. Da muss ich abkürzen. Sonst habe ich da keine Chance. So, ansonsten... Ich weiß nicht, wo hätte ich jetzt noch mehr Zeit sparen können? Ups. Durch so eine Aktion. Das sind aber bloß Zehnte oder so. Wieso rechts halten? Brems, brems, brems. Schön ordentlich bremsen. So. Nicht das Heck rausschleudern. Ups. So, doch, das hat funktioniert. Und zwar... So, mal gucken. Da ist die Straße. Kann man da... Was? Was ist das denn? Ach du Kacke. Nein. Shit. Gut, also ich muss definitiv weiter links fahren. Fuck. Also, dass hier ein Zaun ist, das wusste ich jetzt nicht. Voller Überzeugung gegengebrettert. Den sieht man aber auch nicht. So, dann machen wir jetzt hier weiter. So. Bäm. Gut, das war voll verkackt. Gut, dann gehe ich jetzt einfach mal auf 100% Risiko und bretter da einfach gerade durch. Und hoffe, dass es gut geht. Jop. Gut. Ich habe so die Befürchtung, dass das jetzt gerade völlig nach hinten losgeht, was ich vorhab. Aber naja. So kann es auch gehen. So, mal gucken. So. So, gut, da habe ich aber jetzt ordentlich Zeit liegen lassen. Verdammt. So, noch 1 Minute. Das wird zu eng. Das, nee. Fuck, 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 fuck. Nee, Entschuldigung. Ja. Gut, würde ich sagen, wieder ein grandioser Griff ins Klo. So, ups. Gut, also das wird nichts, verdammt.
So, aber zumindest kann man dann hier gut abkürzen, aber das wird jetzt auch nichts mit den 1,3 Kilometern der Zeit. Ach Mensch. Was ist das denn? Ach du Kacke. Gut, also das, ja. Wieder verkackt. Lassen wir das am besten jetzt sein, bevor es noch schlimmer wird. Aber hey, so ein grandioser Fehlschlag zum Anfang einer Folge, das ist doch auch mal was, oder? Nee, eigentlich nicht. Nee, macht aber immer noch super Spaß. In den letzten Wochen habe ich primär zwar Forza 5 gespielt, muss da sagen, habe da mittlerweile auch einen sehr, sehr tiefen Einblick bekommen, auch in... Oh, ich sehe gerade, wo ist denn jetzt hier... San Martin, das ist Online-Tour. Hier sind jetzt überall Rennen freigeschaltet. Wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? So, das ist... Ach so, okay. Gut, dann gehe ich einfach nochmal kurz hier hin. Muss dann unbedingt mal gucken, wie wir da weitermachen mit dieser normalen Meisterschaft. Oder ob das jetzt völlig egal ist und es nur noch darum geht, hochzuleveln, um das nächste Band zu bekommen. Da muss ich sagen, habe ich gerade absolut keine Ahnung. So, mal gucken. Nee, Fuhrpark. Ich glaube, ich bin hier auch falsch. So, nee, Moment. Dann gehen wir mal kurz hier zum Headquarter. Aktuell. Okay. Ah, gut. Ja, jetzt habe ich es geschnallt. So, dann wollen wir wieder dahin. Kostet zwar jetzt wieder Geld. Aber hey, was soll's. Gibt ja Schlimmeres. Zum Beispiel so eine Fahrspaßliste zu verkacken. Ja, gut. Ein bisschen durcheinander, aber hey, was soll's. So, jetzt haben wir aber auf jeden Fall den richtigen. Und Blitzer Fahrspaßliste. Genau das wollten wir jetzt machen. So, bitte nicht wenden. So, aber es sieht grafisch echt hammermäßig aus. Doch, daran kann man sich echt gewöhnen, beziehungsweise habe ich mich schon irgendwie gewöhnt. Also, jetzt so im Nachhinein dann irgendwelche anderen Spiele zu spielen, die dann grafisch nicht so aussehen, macht sich dann schon irgendwie bemerkbar. Dass man dann echt sehr, sehr schnell verwöhnt von so einer Grafik. Aber ich denke, da kann eigentlich... jeder ein Liedchen von singen. Sie haben ihr Ziel erreicht. So, direkt davor uns auch einer reingekommen. So, genau. Es geht jetzt hier mit dem Camaro erst weiter. Mal gucken, was für ein Auto dann in der nächsten Folge oder in der nächsten Meisterschaft rankommt. Da habe ich noch keine Ahnung. Lass ich mich einfach überraschen. Veranstaltung 2 von 4, Straßenrennen. Oh. Okay. Ja, gib Gummi. Achtung, fertig. Go. Geht doch. So, aber die sind jetzt alle mit Chevys unterwegs, wa? Okay. So, ich bin mal gespannt. Jetzt sehe ich hier zwei Wochen nicht mehr gespielt. Mal gucken, wie sich jetzt die 3-Wattage-Schwierigkeit verändert hat. Ob die jetzt um einiges stärker geworden sind oder nicht. Auf jeden Fall lassen sie mich nicht so ohne weiteres durch. Aber da ich ja jetzt zum Glück offline fahre, kann ich mich auch einfach ein bisschen durchrempeln, auch wenn ich versuchen werde, das so selten wie möglich zu machen. Das fand ich auch interessant, als ich jetzt die letzten Tage Forza 5 online gespielt habe, dass da, ich weiß nicht, irgendwie so diese Mentalität, diese Ellenbogen-Mentalität immer stärker zum Vorschein kam. Also ich weiß nicht, ich habe da immer, wirklich immer versucht, also das kann ich auch guten Gewissens sagen, immer versucht, so sauber wie möglich zu fahren, die Gegner nicht zu berühren, nicht anzustupsen, kein gar nichts. Habe ich halt immer versucht nach bestem Gewissen. Und was ist der Dank dafür? Man wird gnadenlos abgeschossen. Also das war echt
krass. Also nur wenn man halt sauber vorbeifährt oder so, machen die da einen mordsmäßigen Schlenker, der definitiv darauf abzielt, einen abzuschießen. Oder versuchen einen dann zu drehen, am besten noch so kurz vor Start und Ziel. Wo ich mich frage, was soll das? Also, ich meine mal so, natürlich ist es nicht angenehm, dann auch mal nicht zu gewinnen oder halt mal online zu verlieren. Aber deshalb gleich unfair zu fahren, damit sich der andere wirklich nur aufregt. Ich weiß nicht, was bringt das ein? Vielleicht kann mir das ja mal jemand erklären von euch. Also, warum zum Henker man da einfach oder teilweise halt wirklich ohne Grund da einfach besser fahrende Spieler oder meinetwegen auch in irgendwelchen Shootern oder so, warum man die Leute, die halt ein bisschen besser sind oder einfach ein bisschen mehr Glück haben und da sauber durchgekommen sind, warum soll man die dann einfach hier unfair einfach wegrammen oder so ein auf, sag schon, Dingens hier, auf unfaire Art und Weise einfach bloß wegballern? Also, nee, ich weiß nicht, das geht nicht ganz in meinen Schädel rein. Also, wenn es jetzt ein Spiel ist wie Need for Speed Hot Pursuit, habe ich ja auch relativ lange online gespielt. Da kann ich es verstehen, wenn man aggressiv fährt, um den Gegner wegzubashen. Halt, wenn das Bestandteil des Spiels ist. Aber wenn man versuchen kann, halt wirklich fair durchzufahren und es kein so ein Action-Spiel ist, warum macht man's? Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, ob ihr dafür eine vernünftige Erklärung habt und vor allem, ob ihr auch dazu gehört, ob ihr das auch machen würdet oder ob ihr, wie ich, versucht, so sauber wie möglich, so fair wie möglich da durchzukommen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare und wir fahren jetzt nicht gegen den Rivalen. So, statt gegen den Rivalen zu fahren, ist die Folge mal ein wenig kürzer geraten. Und in der nächsten Folge geht es auf jeden Fall damit weiter. Ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, offscreen ein wenig diese Playlist ein wenig weiterzufahren, in der Hoffnung, dass ich das ein wenig besser schaffe. Damit ihr aber nicht warten müsst, verlinke ich euch hier mal das letzte Video, wo ich mich im Multiplayer behauptet habe. Mehr schlecht als recht, aber guckt einfach mal vorbei, es lohnt sich. Ansonsten würde ich mich über jede Form von Kritik, über Likes, Kommentare freuen. Lasst mir einfach was Schönes da und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.